In diesem kurzen Film will ich Ihnen ein paar Tipps zum Thema Feldweichzeichner in Photoshop CS6 geben. Wenn Sie in der CS6 Photoshop bereits gemietet haben via Creative Cloud, dann können Sie seit ein paar Monaten übrigens den Feldweichzeichner als Smart-Objekt anwenden. Das soll aber nicht der Trick sein. Was ich Ihnen zeige, geht auch ohne Smart-Objekt. Ich mache es aber trotzdem mit, also Rechtsklick in Smart Objekt konvertieren. Was ich jetzt hier machen möchte, ist diese extrem störende, für mich störende harte Kante, die wir hier haben, die möchte ich etwas absoften, weil das Bild ist so wunderschön weich hier und diese harte Kante, die lenkt irgendwie ein bisschen ab. Trotz Blende 1.4 ist die halt hier reingerutscht, weil die etwa auf gleicher Höhe der Augen liegt, wenn Sie hier schauen. Die ist etwa gleich weit weg vom Objektiv oder von der Sensorebene wie die Augen. Und daher ist sie halt scharf. Jetzt in diesem Fall gehe ich via Filter, Weichzeichnungsfilter in die Feldweichzeichnung. Ich könnte auch grundsätzlich andere Weichzeichner nehmen, die neu sind, aber ich will Ihnen ja den Trick zeigen. Ich schiebe jetzt diesen Pin mal etwa hierhin, um diese Kante hier unscharf zu machen. Ich will die nicht vollständig zum Verschwinden bringen. Das würde ja komisch ausschauen. Ich bin schon zufrieden, wenn die von der Schärfe her nicht mehr so ablenkt vom Motiv, wie sie es ursprünglich tat. Und ich denke, das reicht jetzt in diesem Fall hier locker aus. Und jetzt der Trick. Wie viele Pins brauche ich wohl, um diese Frau hier wieder scharf abzubilden? Setze ich vielleicht einen hier und setze den auf 0 und setze ich einen hier und setze den auf 0 und so weiter? Oder geht das auch viel einfacher? Und die Antwort ist ja, es geht extrem viel einfacher. Sie brauchen nämlich Maximum einen zusätzlichen Punkt. Wenn ich jetzt den hier nehme und auf 0 setze und sagen wir mal hier hinstelle, dann können Sie dreimal raten, was wir bekommen. Hier ist es unscharf, hier ist es scharf. Und der Übergang von hier zu hier ist jetzt ein linearer Verlauf. Und das werde ich sehr oft gefragt. Ja, wie groß ist denn jetzt dieser Wirkungsradius von diesem unscharfen Pin im Vergleich zu diesem scharfen Pin? Die Antwort ist, Sie können sich das sichtbar machen. Drücken Sie dazu einfach die Taste M. Und schon sehen Sie eine Maske, eine Schwarz-Weiß-Version. Schwarz sind die scharfen Bereiche im Bild, weiß sind die unscharfen Bereiche im Bild und grau sind die Bereiche, die teilweise scharf, teilweise unscharf sind, die Übergänge. Und jetzt sehen Sie, wie sich diese Maske verändert, wenn Sie den Punkt hier verschieben oder wenn Sie hier entsprechend diese Pins hin und her bewegen. Jetzt müsste ich hier nur kurz hingehen und den da auf 0 setzen und nochmals kontrollieren. Ja, der stimmt. Und jetzt setze ich den vielleicht einfach hier hin, drücke kurz M, um zu schauen, ob das einigermaßen gut aussieht. Ja, und schon haben wir eigentlich den Übergang gemacht. Die Frau ist scharf, das hier hinten ist unscharf. Ich ziehe den. Ja, ich denke, der ist gar nicht schlecht. Mache noch ein bisschen unschärfer, so, und das lassen wir hier stehen. Wenn Sie fertig sind, übrigens, empfehle ich Ihnen, den Knopf Hohe Qualität zu drücken, um schönere Übergänge zu bekommen zwischen scharf und unscharf. Und man weiß ja nie, ob man sich diese Maske, die wir hier sehen, ob man die noch weiter verwerten kann für andere Sachen. Deshalb drücke ich jetzt hier kurz noch den Knopf Maske in Kanälen speichern. Und klicke auf OK. Und jetzt wird das Ganze als Smart Filter ins Bild gerechnet. Wenn Sie keine Smart Filter machen können, weil Sie die Cloud-Version nicht haben, dann würde ich einfach die Ebene duplizieren und den Effekt auf eine duplizierte Ebene anwenden. Und jetzt sehen Sie, dass wir hier das Original haben und hier die bearbeitete Variante.